Wenn man unseren Geschichtsbüchern glauben mag, dann ist der Ausbruch des Deutsch-Amerikanischen Krieges im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg durch eine Kriegserklärung aufgrund mehrerer Anschläge der Deutschen in den USA darauf zurückzuführen. Und wie immer bei solchen vermeintlich geklärten Tatsachen uns in unseren Geschichtsbüchern stellt sich das Bild bei näherem Hinsehen ein ganz bisschen anders, darum es höflich zu formulieren. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Es liegt jetzt der erste Band einer Trilogie vor, die sich mit dem 19. und auch dem 20. und der Zeit bis heute befassen wird. Ausgangspunkt hier, Thema Erster Weltkrieg. Gibt es einen Grund, warum es heute wichtig ist, sich mit dem Thema, wie der Erste Weltkrieg entstand, wie und warum die USA beispielsweise eingetreten sind, sich heute noch zu befassen, außer dass es historisch interessant ist? Nein, das ist schon interessant, weil praktisch unser gesamtes politisches Establishment davon ausgeht, dass wir Deutschen die Schuldigen an der Weltkatastrophe des 20. Jahrhunderts sind, die sich nicht nur im Ersten Weltkrieg zeigt, sondern auch im Zweiten Weltkrieg einen schlimmen Höhepunkt findet. Und heute ist es so, dass wir Deutschen schon wieder irgendwie störend im Wege sind. Unser Land befindet sich in einem katastrophalen Zustand. Bei allen wirtschaftlichen Erfolgen, nach meiner festen Überzeugung, geht unser Land, befindet sich auf einer steil abwärts führenden Rampe. Und Leute wie ich überlegen, woran das wohl liegen könnte. Und meine persönlichen Überlegungen, die eher historischen Charakters sind, würde ich gerne auch einem breiten Publikum zugänglich machen, und das hat einen ganz konkreten Grund. Ich glaube nämlich, dass man eine persönliche Richtungsentscheidung nur finden kann, wenn man den eigenen Standort kennt. Das kennt man vom Wandern. Wenn ich im Wald stehe und da finde ich eine Karte und auf der steht nicht, Ihr Standort ist hier, dann kann man sich die Karte fast sparen. Der eigene Standort ist wichtig, wenn ich irgendwo hin will, um mich zu orientieren. Und um den eigenen Standort zu finden, muss ich wissen, wo ich herkomme. Auch da wieder sozusagen Beispiel aus der Geografie. Wenn ich weiß, ich komme aus der Sowieso-Straße und bin um die Ecke gebogen, dann weiß ich auch ziemlich genau, wo ich bin. Und dieses Bild kann man sehr gut übertragen in das allgemeine Leben. Die Bewegung, die unser Volk zurzeit macht, ist an einem bestimmten Standort angekommen. Wir bewegen uns in eine bestimmte Richtung, die Richtung nur erkennbar ist, wenn ich weiß, wo wir herkommen. Und dieses, wo wir herkommen, möchte ich gerne beleuchten. Und ich habe auch eine ganz feste Absicht dabei. Ich möchte endlich, dass Geschichtslügen, die seit 100 Jahren unsere Köpfe vernebeln, endlich mal beiseite geschoben werden. Und in diesem Buch wimmelt es von Geschichtslügen, auf die ich zu sprechen komme. Ich meine, wir werden das ja gleich im Einzelnen sehen. Ja, sicher. Ja. Es ist hoch an der Zeit, dass die Deutschen sich besinnen, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Sie können sich sonst nicht entscheiden. So, das ist sozusagen zum einen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass ich hier etwas Gutes tue, dass ich etwas Notwendiges tue. Und
die Leute, bei denen ich das bisher vorgetragen habe, was ich glaube herausgefunden zu haben, die waren zum Teil begeistert, sie waren zum Teil entsetzt. Und nachdem ich also 1000 Fakten vorgetragen habe, hat ein typischer Westdeutscher in meinem Alter befindlich hat gesagt, aber man kann das auch ganz anders sehen. Ja, ja, das kann man auch ganz anders sehen. Aber die Dinge, die ich beleuchte, glaube ich, sind gut belegt. Und sie zeigen einen Wust von Geschichtslügen, auf die sich die Deutschen eingelassen haben. Zunächst nach dem Ersten Weltkrieg, dem verlorenen Ersten Weltkrieg, kam sozusagen die erste Salve. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam die zweite Salve. Da wurde das verordnet, wir sind die Bösen. Und da sind wir heute noch auf dem Standpunkt. Damit wird auch deutlich, dass das Ganze eine Relevanz bis zum heutigen Tag hat. Erstens und zweitens, dass das kein Zufall ist. Wenn wir uns das ansehen und die Dinge, die Sie zusammengetragen haben und dargestellt haben und korrigiert haben, machen ja deutlich, dass die Fakten, die kann man eben nicht anders sehen, sondern das Problem ist, dass die Fakten eben so sind, wie sie sind und dass man kann es anders sehen, eigentlich nur das Wegsehen und das Ignorieren bedeutet, weil man sich zurechtgefunden hat in einem ganz bestimmten Bild und das ist kein zufälliges Bild. Dann vielleicht zu den Fakten. Wir sind uns ja bei Fakten sind wir uns sicher. Mein Auto ist schwarz, das Auto ist schwarz, bestimmt. Und wenn man mir jetzt erklärt, irgendjemand erklärt, nee, lieber Freund, dein Auto ist rot, dann sage ich zunächst erstmal, das weiß ich besser. Wenn man mir das zum zweiten Mal erklärt, halte ich den Sprecher für verrückt. Zum dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal. Nun wollen es wirklich ernsthafte Untersuchungen, dass wenn man ein Faktum zum 20. Mal falsch hört, wird man unsicher. Wenn man es zum 30. Mal immer in derselben Richtung falsch hört, dann ist man sicher, dass das Falsche das Richtige ist. Und auf diesem kuriosen Umstand beruht Propaganda. Ja. Ich sage den Leuten das Falsche, dann sind sie zunächst erstmal, sagt ihr, das kann nicht wahr sein. Beim zweiten Mal, dritten Mal, spätestens beim 30. Mal sagt ihr, ja, ja, so wird es wohl sein. Ich weiß es genau, ich habe es doch jetzt gehört, ich weiß es. Es kommt jetzt zu einem ich habe mich jetzt in diesem Buch auch sehr stark mit Propaganda beschäftigt. Es kommt zu einem kuriosen Ergebnis. Ja. Nämlich, dass diejenigen, die sogenannten Besserinformierten sind, das heißt also Leute, die sich aus unterschiedlichen Quellen informieren, die Frankfurter Allgemeine lesen, abends sich die Tagesschau reinziehen und am Donnerstag noch die Zeit zumuten, dass die Leute, die also aus drei Quellen schöpfen, natürlich die besser Informierten sind, sagen die sich, sind besser informiert als diejenigen, die nur die Bild-Zeitung gerade mit Mühe hinkriegen. Diese besser Informierten sind deswegen so abenteuerlich gefährdet, weil sie dieselbe Lüge aus drei Quellen bekommen. Der Propagandist braucht gegenüber den besser Informierten ein Drittel der Zeit, um sie von etwas Falschem zu überzeugen. Ja. Deswegen sind die Leute, mit denen ich jetzt umgehe, die nicht gut informiert sind, die sagen mir, ja, das ist toll, das ist interessant, alles logisch, was du sagst, das geht so. Die besser Informierten sagen, wir wissen das besser. Es war nicht so. Die Deutschen haben den Ersten Weltkrieg angefangen, es waren nicht die Engländer. Die haben sich bis zum letzten Moment um Frieden bemüht und die Deutschen haben das zerstört. Sind die alle ganz sicher? Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Ja. So, jetzt ist wahrscheinlich unsere Aufgabe, dass wir die Fakten nicht nur einmal nennen, dann sagen wir zweimal nennen, sondern 30-mal nennen. Das habe ich nun begriffen. Ja. Es ist fast wie eine Art Predigt, die notwendig wird, um hartnäckig Falschinformierte so unsicher zu machen. Wir müssen sie unsicher machen, dass das, was jetzt in unseren Geschichtsbüchern steht, man fasst sie an den Kopf. Bundeszentrale für politische Bildung. Deutschland löst den Ersten Weltkrieg aus.
Die lesen nicht mal den Christopher Clark, der vor 4 Jahren schon geschrieben hat. Die Schlafwandler. So. Und er hat gesagt, die waren alle so ein bisschen komisch, die waren alle ein bisschen leichtsinnig, fahrlässig. Und dann haben sie den Krieg ausgelöst. Ich gehe einen Schritt weiter und habe mir jetzt diese Leute untersucht. Ach so, übrigens, Christopher Clark zu der berühmten deutschen Kriegsschuldthese, also Fritz Fischer, hat er nur eine ironische Fußnote parat. Eine ironische Fußnote. Mehr ist auch Fritz Fischer nicht wert. Da steht nur drin, Fischer ist ein hervorragender Historiker, Deutscher. Aber was er zu der angeblichen Kriegskonferenz in Potsdam schreibt, wo der Kaiser und ein, zwei Generäle den Weltkrieg beschlossen haben sollen nach Fischer, das ist nicht wahr, es ist widerlegt. Schreibt er mehr nicht. Punkt aus. Damit ist aber die ganze These des Christen nach der Welt macht Bullshit. Ja, das ist alles Quatsch. Nun bin ich nicht der Einzige, der dem sozusagen Bedenken gekommen sind. Es ist witzigerweise der englischsprachige Raum, der ein Wust von Literatur hervorgerufen hat. Ich bin jetzt vor vorigem Jahr in England gewesen, habe alles gelesen, was man zu diesem Thema lesen kann, neben Akten und also auch Neuveröffentlichungen. Und es kämpfen dort zwei Schulen miteinander. Die Oxfordianer, auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Also der alte englische Wissenschaftsadel, der von Englands Größe träumt, von Englands Weltruhm, Weltmacht, Ähnlichem, der hält eisern an den Lügen fest. Und mehr Cambridge, London, ähnliche Institutionen machen jetzt Detailuntersuchungen, wo sie zum ersten Mal feststellen, was ist da gelaufen im englischen Kabinett über die Jahre? Was gibt es an Akten? Was gibt es an Tagebüchern? Und da habe ich aufgesetzt. Ich bin dann sozusagen eingestiegen in die unglaublichsten Tagebücher, von denen man nicht mal geträumt hat, dass es die gibt. Oder Briefe oder Aufzeichnungen, Zettel. Und wenn ich mal einen nennen darf, der englische Premier des Weltkriegsausbruchs war Asquith. Der hatte eine Geliebte, die Stanley hieß, also auch aus dem britischen Geldadel stammte. Diese Geliebte war 40 Jahre jünger als er. Und der Ministerpräsident hat seiner Geliebten jeden Tag mindestens einen Brief geschrieben. Mindestens einen. Meistens am Kabinetttisch sitzen. Die Leute haben sich gewundert, warum er die ganze Zeit gekritzelt hat. Der hat es an seine Geliebte geschrieben. Und die sind alle erhalten, die Briefe? Diese Briefe großartig. Sind erhalten. So, und die kann man jetzt lesen, ein bisschen mühsam, aber man kann. Und jetzt kriegen Sie sozusagen eins zu eins mit, was im Kopf dieses Mannes vorgegangen ist. Es ist sehr schade, dass sozusagen die Gegenbriefe, die es gegeben haben muss, denn das ergibt sich so aus dem Wortlaut, die hat also zurückgeschrieben, die hat er vernichtet, offensichtlich vernichtet. Kluger Mann. Hat alles vernichtet. Die Geliebte, eben eine Geliebte, wie so Frauen so sind, hat die aufgehoben. Erinnert mich kolossal, wirklich kolossal an die Briefe von Goethe, an Frau von Stein. Die Goethe-Briefe sind da, aber die Gegenstücke, die man nun gerne mal gelesen hätte, ich hätte es wirklich gerne mal gelesen, die sind alle weg. Weg, weg, weg. Die wahrscheinlich von den Enkeln von Goethe vernichtet, mit gutem Grund. Und der Meister stand ja schon auf dem Podest oben und da war sozusagen der Großvater in seiner ganzen, na, wollen wir mal sagen, Reputation gefährdet. Ja. So, und hier genauso, der englische Premier schreibt, der muss gekritzelt haben wie ein Blöder, sind Hunderte. Und das Ganze endet erst, als sie, die Stanley, dann irgendeinen jungen Minister aus seinem Kabinett heiratet. Knallauffall, da ist die Beziehung zu Ende. Gut, ist so eine Und was geht aus den Briefen hervor jetzt? Also, es minutiös, was wir gerade im Kabinett behandeln, warum die Irlandfrage so schwierig ist, warum wir jetzt Krieg anfangen müssen, warum alles, was man wissen muss. So. Parallel dazu, seine Ehefrau, der Mann war ja verheiratet, in zweiter oder dritter Ehe, weiß ich nicht mehr genau, die schreibt Tagebuch.
man denkt, man träumt, diese, wie er ich schreibe auf, Ende Juli 1914, die Deutschen bemühen sich noch sozusagen, die Österreicher wieder vom Rost runterzuholen und verlangen von den Briten, dass sie die Russen an die Leine kriegen. Betritt Premier Esquisse das Schlafzimmer seiner Frau. Sie notiert sich das, wahrscheinlich ein seltener Vorgang. Sie notiert sich, dass er sie küsst, auch wahrscheinlich ein seltener Vorgang. Man grinst, wenn man es liest. Und dann sagt er ihr, ja, im Mitte Juli, jetzt ist es klar, 14. Wir marschieren. Ja. Alles ist okay, wir machen genau das, was wir seit Jahren vorbereitet haben. Und dann schreibt sie, und als wir uns dann zum Abendessen hinsetzen, da waren immer ziemlich viele Leute bei dem zu Besuch, Downing Street, war keiner an unserem Tisch, der nicht voll überzeugt war, dass jetzt der Krieg da ist. Punkt aus. Der deutsche Kaiser wusste davon überhaupt noch nichts. Wusste nichts, wollte das nicht. Die Engländer waren, ja, die waren fertig. Wir führen jetzt Krieg. Ja. Und zwar genau so, wie wir das geplant haben. Und das schreibt er auch. Ja, ja. Das schreibt sie in dem Tagebuch. Ja, ja, ja. Wir machen das genau, wie wir es geplant haben. Seit Jahren. Jetzt ist der Punkt da. Finden wir da irgendwo eine Begründung? Also ist das, was Churchill mal gesagt hat, das Deutsche Reich ist groß geworden, ökonomisch, ohne den Finanzplatz London, spielt das Geld und die Hochfinanz oder die britische Finanz in dem Fall die Rolle? Die große Rolle? Das ist... es ist Folgendes passiert. Die Briten sind etwas aus dem Tritt gekommen als Weltmacht. Dagegen war Deutschland ein Zwerg. Nicht? Also wenn man ein Viertel der Erdoberfläche als Kolonialbesitz oder als Besitz besitzt, seit Jahrhunderten oder mit steigender Tendenz, dagegen war dieses Preußen-Deutschland ein Zwerg. Auch von der Gesamtbevölkerung, vom Wirtschaftsertrag, von allen Größen. So, jetzt passiert plötzlich Folgendes. 1871 erzwingt Bismarck mit dem Deutsch-Französischen Krieg die kleindeutsche Lösung. Also, Deutschland wird vereinigt, exklusive Österreich. Eine sehr vernünftige Entscheidung. Und was immer man beguckt in der deutschen Geschichte dieser Zeit, ich habe mich hier zu dem Satz verstiegen. Es war, als würde ein Fenster aufgerissen. Der kleindeutsche Mief entwich mit und diese Kleinstaaterei. Ja, Mief. Diese, ja, 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 ja. So, weg. Es gab plötzlich ein BGB. Es gab Aktienrecht. Es war einheitlich. Es gab keine Zolltarife mehr. Es Gewerbefreiheit plötzlich im ganzen Deutschen Reich. So. Ich will damit nicht sagen, dass ich nur begeistert bin. Es war auch der Beginn von viel Größenwahn, von Lautsprecherei, von Dummheit, von zu viel Wollen. Das wohl auch. Aber was konkret passierte, war die Explosion bestimmter Industriezweige, die chemische Industrie. Man vergisst das heute immer nicht. Die chemische Industrie explodierte derartig, dass es praktisch auf der ganzen Welt niemanden gab, der nicht seinen Gartenzaun mit deutscher Farbe gestrichen hätte. Die kamen aus Deutschland. Stahlindustrie. Und ja. So, nur um ein Beispiel zu nennen. Und die britische Hochfinanz und die ja eng verknüpft war mit der britischen Industrie, die kriegte kalte Füße. Es reiste extra der berühmte englische Kriegsminister Haldane 1912 nach Deutschland, um den Kaiser darauf aufmerksam zu machen, er solle die chemische Industrie abbremsen. Das ginge so nicht weiter. Dafür haben die den Kriegsminister geschickt? Ja, den Kriegsminister. Und das war eine klare Botschaft. Das war in der Tat eine Botschaft. Ja. Und mit diesem Herrn Haldane, da gibt es eine berühmte Mission, die wird überall, steht in allen deutschen Geschichtsbüchern. Haldane kommt nach Berlin und verlangt die deutsche Flottenreduzierung.
So ist das nicht gewesen. So ist das nicht gewesen. Er sagt, dass da ein Problem ist. Sein Auftrag, das ergibt sich jetzt, wenn man die Briefe, die dazugehört, liest. Sein Auftrag war, zu gucken, ob die Deutschen wirklich irgendwie den Kriegsflotten-Rüstungswahnsinn auf die Spitze treiben wollten. Das war nicht der Fall. Der Kaiser, also in diesem Fall abenteuerlich blind, glaubte, wenn er den Briten anbietet, die Reduzierung, die Halbierung der deutschen Flottenrüstung, Kriegsflottenrüstung wohlgemerkt, dass sich England bequemen wird zu einem bilateralen Abkommen über alles Mögliche. Ja. Also England nicht. Aber jetzt nochmal, um das auf der Zunge zergehen zu lassen, wir reden hier von einem uns transportierten Bild eines blutrünstigen Menschen, der den Griff nach der Weltmacht macht. Und der bietet an, die Rüstung zu halbieren, damit England kooperationsbereit ist. Das passte nun gar nicht ins Bild. Ja, nein, das ist aber so. Diese, hey, ich glaube das. Und diese man, erstmal stutzt man und staunt man, weil man zunächst sagt, komm, jetzt gucken wir mal in die englischen Kabinettprotokolle. Dieser Kriegsminister ist ja irgendwie, muss einen Auftrag gehabt haben. So einer fährt ja nicht von selbst da. Und dann stellt man fest, dass die britischen Kabinettprotokolle von 1910 bis 1915 im März, April nicht vorhanden sind. Ich habe danach gefragt in Kew, da bei dem, habe gesagt, wo sind denn die Kabinettprotokolle? Vor mir haben es Leute auch schon getan. Dann kriegt man zur Antwort, Kabinettprotokolle? Jedenfalls nicht bei uns. Also wenn man ins Public Record Office oder National Archive geht, Fehlanzeige. Völlige Fehlanzeige. Ja, ja. Es ist nicht. Ist aber Tradition in Briten. Ich habe mir das genauso erlebt bei der Hesse-Akte. Sehr linke. Die Sachen sind nicht da. Sind einfach nicht da. Sind nicht da. Ich denke mal, die hat einer beiseite geschafft. Jetzt endlich sind die Briten also auch wach geworden. Einige Forscher aus Australien, aus Neuseeland, aus Schottland, aus Irland haben dieselbe Frage gestellt, offensichtlich wie ich. Und haben dann angefangen, Fakten zu sammeln. Und die versucht zu rekonstruieren, was eigentlich in Großbritannien passiert ist. Und zwar gibt es ja, wie gesagt, es gibt tausende von Quellen, mittlerweile überbordende Vielzahl. Diese ganzen Tagebücher, diese Kabinettminister haben zum großen Teil Tagebuch. Die haben Zettelsammlungen angelegt, die haben dies und jenes gemacht. Man muss nicht unbedingt in die Memoiren gucken. Aber dieses Aktuelle, die Briefe, die sind schon interessant. Und dann zeigt sich, dass England etwa 1904 angefangen hat, systematisch einen Krieg gegen das Deutsche Reich vorzubereiten. Das hatte einen gewissen Vorlauf. Wir sprachen gerade schon davon. Mhm. Dieses Mief-Entlassen aus der Kleinstaaterei in Deutschland hatte diese abenteuerliche Wirtschaftsexplosion zur Folge. Den Engländern fiel das auf und stieß das sauer auf. Sie erließen 1887, da war das Deutsche Reich mal gerade 16 Jahre alt, 1887 erließen sie ein Gesetz, das den Waren, so einen Warenzeichnungs-Act, dass bei Waren, die ins Empire eingeführt wurden und die aus Deutschland stammen, die Bezeichnung Made in Germany draufstehen müsse. Die Begründung hierfür war, die Waren aus Deutschland sind aus Fischfertigung und wir wollen unsere Untertanen schützen. Diesen Fisch anzukaufen. Ja. Es war ein abenteuerliches Selbsttor. Es zeigte sich sehr bald, dass Made in Germany ein Qualitätsbegriff wurde. Der auch gute, mal schlechte Waren, aber im großen Ganzen. Und was für die Engländer besonders niederschmetternd war, die Deutschen hatten die Impertinenz, ihr gesamtes Exportgut länderbezogen zu beschriften. Also, wer eine deutsche Maschine kaufte in Australien, konnte sicher sein, dass er eine Gebrauchsanleitung in Englisch dabei bekam.
Wer das in China kaufte, kriegte eine auf Chinesisch. Ich hoffe, diese Übersetzungen waren für Chinesen lesbar. Aber so, das war die deutsche Verkaufsstrategie. Ja. Das war sehr erfolgreich. Wir machen mal schnell einen Sprung in die Gegenwart. Ich habe aus lauter Spaß an der Freude, habe ich mal geguckt, was schreiben unsere anonymen Denunzianten aus Wikipedia zu Made in Germany. Und da finden Sie 1:1 britische Lügenpropaganda. Großbritannien musste sich schützen vor deutschem Warenfusch. Da ist nicht so viel erwähnt, dass man sagen könnte, so wurde es jedenfalls behauptet, aber dieses Ganze... Und die Wirklichkeit war ganz anders. Sah wohl etwas anders. Man kann das ja ganz milde formulieren. Und dass sich Deutschland gebessert hätte, hätte man ja sagen, irgend sowas. Aber zu sagen, ja so, die Welt musste vor deutschem Fusch geschützt werden. Und deswegen, dass ja das, wenn wir in der Gegenwart sind, nur ganz kurz die Klammer, wird ja jetzt seitens der EU diskutiert, diese Kennzeichnung wieder abzuschaffen, weil das eben wahrscheinlich EU geschützt werden muss vor deutschem Fusch. Deswegen möchte man das Thema wieder beseitigen und das soll alles Made in Europe heißen. Also da schließt sich dann der Lügenkreis nach über einem Jahrhundert in großartiger Weise. Ja, es wird nicht durchsetzbar sein, was die da planen. Also wenn ich ein deutscher Unternehmer wäre, was ich nicht bin, werde ich auch nicht mehr werden in diesem Leben. Denn wenn ich gezwungen würde, Made in EU darauf zu schreiben, dann würde ich immerhin noch drunter schreiben, in Germany. Oder Made in Germany. Oder irgendwas. Kann man gar nicht verhindern, das ist klar. Die Engländer werden sich nicht dran halten. Die sind seit 2 Tagen draußen. Ja. So. Jetzt zeigt sich dieser ganze Kladderadatsch, dass möglicherweise etwas geplant worden ist, was die Menschen, heißt es immer so schön, unsere Politiker sprechen immer von den Menschen, also ich da oben, ihr da unten, die Menschen. Ja, ja. Also was die Leute, die Bewohner in den Ländern nicht wollen, deutlich nicht wollen. Und die Engländer machen es jetzt vor und unsere Lügenpresse, öffentlich-rechtlicher Bauart, macht jetzt auf Teufel komm raus Reklame, dass das britische Parlament an den Volksentscheid rechtlich nicht gebunden ist. Nun haben die Briten keine Verfassung in unserem geschriebenen Sinne, aber sie haben ein klares Verständnis für Entscheidungen. Das haben die uns voraus. Also Entscheidung ist Entscheidung. Nicht? Ich kann mir, selbst wenn alle Abgeordneten im Unterhaus anderer Meinung wären, ich kann mir keinen britischen Abgeordneten vorstellen, der jetzt im Unterhaus aufsteht und einen Antrag stellt, das Referendum zu ignorieren. Vielleicht ein paar Verrückte. Aber das wird es nicht geben. Also da müsste ich mich total irren, wie ich die Engländer kenne. Das ist jetzt, die Entscheidung ist gefallen und jetzt ist sie gefallen. Und die werden austreten. Schluss aus. Ja. Aber gehen wir mal zurück zu, also wir haben nach 16 Jahren Existenz des Kaiserreiches eine letztendlich diskreditierende Kennzeichnungspflicht, das war ja die Idee. Ja. Und dieses fulminantes Eigentor ist genau das, was die richtige Überschrift ist. Das Ganze entwickelte sich zu einem Qualitäts- und Gütemerkmal. Und die Dinge wurden nicht, weil da Made in Germany drauf stand, nicht gekauft, sondern sie wurden genau deswegen gekauft. Und das Ganze, wenn die 1904 in die konkreten Kriegsplanungen eingestiegen sind, ist da der Zusammenhang, dass einfach dieser ökonomische Durchmarsch, der durch diese Fensteröffnung mit der Reichsgründung passiert war, den Engländern so auf den Keks gegangen ist, dass sie gesagt haben, jetzt muss irgendwann mal dann eben auch militärisch Schluss sein? Ja, wahrscheinlich. Es gibt also durch die Aufzeichnungen aus dem britischen Foreign Office
kann man etwa folgende Planungen erkennen. England war ja um die Jahrhundertwende, also aufs 20. Jahrhundert hin, noch in einen besonders blutigen Krieg verstrickt, nämlich den Burenkrieg. Ja. Dieser Burenkrieg war nur für England nur deswegen zu gewinnen, also von England angefangen, ohne jede Frage. Nicht? Diese beiden Burenrepubliken wollten alles andere werden als englische Kolonien. Da wurden erst solche kleinen Scharmützel losgetreten. Und als die Buren anfingen, sich zu wehren, da musste die englische Armee eingreifen. Ausgelöst hat das Cecil Rhodes, aus meiner Sicht einer der gewaltigsten Ganoven, Kriegsverbrecher, den die Welt je gesehen hat. Ein Mann, der aus dem Nichts ein Vielfach-Milliardär wurde, indem er sich die Gold- und Diamantenminen Afrikas aneignete. Auch das ist für uns Deutsche schwer zu verstehen. Der hatte eine Charter, so nennt man das, ja, ein Kaperbrief, so würde ich das nennen. Das hatte in England Tradition. Der, also die Krone, stellt Cecil Rhodes eine Charter aus. Er darf privat eine Armee betreiben, um Südafrika zu besetzen. Er macht das auch. Das Geld für seine Unternehmung streckte das Bankhaus Rothschild vor. Und das aus diesen Aktionen auch stark profitiert hat. Jetzt kommt das Kuriose. Diese Aktion droht zu misslingen, weil jetzt keine unbewaffneten Schwarzen oder mit Pfeil und Bogen bewaffnete Schwarze diesen Gangsterkompanien entgegentreten, sondern es sind mit Flinten und Gewehren und auch mit Gewehren neuester Bauart bewaffnete Buren, also Europäer. Und die wehren sich, die schießen. Und kommt es also zum Einsatz der britischen Armee. Jetzt erst kommt es zum Einsatz der britischen Armee. Den Einsatz der britischen Armee bezahlt der britische Steuerzahler, selbstverständlich. Aber die Gewinne aus den Gold- und Diamantenminen kassieren Cecil Rhodes und seine Finanziers. Eine seltsame Lastenverteilung, nicht? Ja. Dieses Kosten werden verstaatlicht, die Gewinne sind privat. So ist es. Ja. Und dieses Prinzip erleben wir auch in der, könnten wir jetzt auch noch mal parallel die amerikanische Geschichte ablaufen lassen, da läuft das genauso. Und ich vermute, wir erleben das zurzeit auch in Deutschland. Mhm. Also wenn bei uns sozusagen Banken über den Jordan gehen, weil sie abenteuerlich gewirtschaftet haben, werden die gerettet. Das gerettet heißt, der Steuerzahler zahlt das, nicht, und niemand anders. Und aus diesen Rettungsmilliarden, die in diese Banken gepumpt werden, machen die ihre Bilanzen und dann sagen die ja, so und so viel Profit gemacht, da kriegen wir schon wieder Zaster, weil wir so gut gewirtschaftet haben. Es ist Steuergeld. Es ist Steuergeld. Und es ist Veruntreuung. Das ist ungeheuerlich, ja, ja. Was soll man dazu noch sagen? Das haben wir uns abgeguckt. Das war in Deutschland, glaube ich, nicht üblich früher. Mhm. Jedenfalls nicht in diesem extremen Maße. Pleite war Pleite, das war Pech, ja, für die Beteiligten. Wir haben das Konkursrecht humanisiert, zu Recht für den kleinen Mann, aber für dieses da habe ich wenig Verständnis. Ja. Und außer mir verschiedene andere Leute auch nicht. Es ist so eine Art Seuche entstanden, die man nur erklären kann, wenn man dieses abenteuerliche Wirtschaften, was im angloamerikanischen Raum aufgekommen ist, zu uns überträgt und kritiklos überträgt. Dann kommt man plötzlich auf diese Ergebnisse, dass Verluste sozialisiert werden, abenteuerlich. Gut, es fängt ja mit den abenteuerlichen Finanzprodukten an, die ja also zu Karl Schillers Zeiten hier völlig indiskutabel gewesen wären, wenn da jetzt jemand auf die Idee gekommen wäre, mit solchen Finanzprodukten hier irgendwie Geld zu machen. Der wäre rausgeflogen bei Schiller oder bei... Also es gab ja noch mal
Wirtschafts- und Finanzminister, die diese Dinge begriffen haben. Bis dann eben hier einer, der vorher ein braver Lehrer gewesen ist, dann gemeint hat, diese Swaps und Derivate und das ganze Zeug zu legalisieren und einzuführen. Verstand auch nichts von Wirtschaftspolitik, nichts wirklich. Aber wir sollten zum Ersten Weltkrieg und der Vorgeschichte zurückkommen. Gut ist, dass es immer diese Ausflüge in die Gegenwart kommt, weil dann deutlich wird, dass die Dinge bis heute nachwirken. Aber ich glaube, das erste wichtige Ergebnis ist neben der wirtschaftlichen Entwicklung des Kaiserreiches und dass das einfach unbequem wurde, eine Planung. Und bei allem, was Fritz Fischer geschreibsel, hat er selbst eher nicht behauptet, dass der Kaiser schon 1904 angefangen habe, die Rüstung des Kaiserreiches auf den Durchmarsch zur Weltmacht zu organisieren. Und wenn aus diesen Unterlagen hervorgeht und der Umstand, dass die Kriegskabinettsprotokolle, die wahrscheinlich unter Verschluss sind, die sind bestimmt noch da, die Engländer schmeißen da nichts weg, aber die sind wahrscheinlich unter Verschluss, aber das ist Spekulation. Die werden im Zweifelsfalle offenlegen, wie konkret die Planung dann im Kabinett auch vorangetrieben wurde. Es gibt einen Haufen von sozusagen Nebenquellen, die das relativ klar belegen. Und lassen Sie mich vielleicht noch mal gerade eben eine ganz kurze Bemerkung. Wir haben gerade mal die chemische Industrie so als Beispiel gemacht. In der gesamten Kriegsschuld-Diskussion spielt ja immer die deutsche Flotte eine Rolle. Ne? Weißt also, die Deutschen waren ja irre, die haben eine Kriegsflotte aufgerüstet, wie sie die Welt nicht gesehen hatte. Erstmal stimmt das nicht. Die Briten hatten einen 2:1 Standard, sich selbst diktiert. Das heißt also, die britische Flotte muss doppelt so stark sein wie der Rest der Welt zusammen. Der Rest der Welt? Ja, ein ehrgeiziges Ziel. Einer, der es wirklich wissen muss, Winston Churchill, der war ja Marineminister kurz vor dem Ersten Weltkrieg, hat aufgeschrieben in seinen Memoiren, zu keinem Zeitpunkt meiner Dienstzeit ist die deutsche Flotte auch nur in die Nähe gekommen, der britischen gefährlich werden zu können. Zu keiner Zeit. So war es auch in Wirklichkeit. Die gesamte Flottendiskussion, die auch in der britischen Propaganda eine ganz erhebliche Rolle spielte, um die eigene Bevölkerung einzuschüchtern, hatte einen konkreten Kern. Nochmal, Propaganda wirkt besonders gut, wenn sie immer wiederholt wird und wenn sie einen konkreten Kern hat. Dieser konkrete Kern waren nicht die neuen Petroleum-U-Boote, mit Sicherheit nicht. Der konkrete Kern war eine Flotte, die gigantisch war, und das war die deutsche Handelsflotte. Ab der Jahrhundertwende gab es zwei Giganten auf der See. Das war die Hapag in Hamburg und der Norddeutsche Lloyd in Bremen. Beide waren so groß wie die nächsten 3, 4, 5, 6 Reedereien zusammen nicht. Also die deutsche Handelsflotte war in der Tat gigantisch. Ob das klug war, kann man vielleicht diskutieren. Aber es war auf jeden Fall nichts diese Militaristisches. Flotte war gigantisch. Ja, sie war keine Kriegsflotte. Sie war deswegen so gigantisch, weil sie einen besonders klugen, besonders durchsetzungsfähigen Geschäftsführer hatten, die Hamburger. Das war Albert Ballin, ein Jude. Dieser jüdischstämmige Albert Ballin hatte sich als ganz junger Mann erste Lorbeeren als Handelsmann erworben, dadurch, dass er das jüdische Auswanderergeschäft über den Atlantik weg, also von Russland kommen, über den Atlantik weg, dominiert hat. Also der hat diese Zwischendeckpassagiere erfunden und deren Passage befördert. Ja. Und das hat ihn bekannt gemacht. Und dann haben diese Hamburger Handelsherren, alle ein bisschen reich, alle ein bisschen über den Spitzenstein und alle ein bisschen zurückhaltend, haben nach einem klugen,
durchsetzungsfähigen Mann gesucht und ihn gefunden. Ein genialer Schachzug. Dieser Balin war zum Beispiel clever genug, um die amerikanischen Aufkäufer, die es in großer Zahl gab, also die ersten JP Morgan und ähnliche Großfinanziers, wollten unbedingt diese deutsche Flotte kaufen. Also, das kann man, wenn man sehr viel Geld hat. Dann klopft man da, weiß ich, wo diese vornehmen Leute da wohnen, an der Binnenalster, an und sagt, ich biete Ihnen so und so viel Dollar. So. Als das zu kippen begann, also dieser Jude Albert Ballin kannte offensichtlich seine Hanseaten sehr gut, da hat er die überredet, ihre Gesellschaftssatzung dahingehend zu ändern, dass Ausländer ausschließlich stimmlose Vorzugsaktien kaufen können. Da haben die dann in ihre Satzung reingeschrieben. Und so haben sie auch gehandelt. Also JP Morgan konnte klingeln, wie er wollte. Dann haben die irgendwie Schiss gehabt, dass sie sich sozusagen ihre eigene Satzung jetzt beschädigen und haben dem ein Viertel der Aktien angeboten, die hat er gekauft, als Vorzugsaktien, also sehr viel Geld bezahlt. Er war damit am Gewinn beteiligt. Morgan. Aber nicht stimmberechtigt. Aber er konnte nicht lenken. Ja. Und wenn Sie sich das angucken, wie dieser clevere Mann dieses deutsche Riesenunternehmen geführt hat, da können Sie nur sagen, Hut ab, das wünscht Absolut. Man sich heute auch, ja. dass das mal irgendeiner sagt, so jetzt ist Schluss mit lustig, die können zwar hier ihre Petrodollars unterbringen in unserem Land, wenn sie das unbedingt wollen, aber unsere Unternehmen, die lenken wir selber. Und das scheint aber nicht üblich zu sein. Nee, im Moment. Nee. Gottes Und das letzte gigantische Unternehmen, was wir in Deutschland haben, da sind sozusagen wieder jetzt sozusagen in der Gegenwart angekommen, ist Volkswagen. Und das von außen angegriffen wird, mit den unfairsten Methoden, die man sich vorstellen kann. Also geheimdienstliche Ausspähung der Firmen interner und Lostreten eines völlig überflüssigen, von der deutschen Presse bejubelten Propagandafeldzuges gegen unseren größten, einen der größten Arbeitgeber, einen der größten Gewinnbeschaffer, Steuerzahler. Die sitzt auch noch in Deutschland, man kann es gar nicht glauben, dass es überhaupt noch gibt. Und rundherum stehen die Idioten, die wahrscheinlich irgendwie alle grün wählen und sagen, das musste endlich mal geschehen, dass mit diesen Leuten aufgeräumt wird. Man fasst sich an den Kopf und sagt, Mensch, wohin marschieren wir eigentlich? Wir entblöden uns nicht, den Teppich unter den eigenen Füßen wegzuziehen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass in ganz anderen Dimensionen bei den anderen Unternehmen die Dinge mindestens genauso laufen und noch ganz andere Sachen gelaufen sind. Also nicht funktionierende Airbags und so weiter. Und da gab es dann Peanuts-Strafzahlungen seitens der USA. Jetzt gibt es eine Milliardenklage. Also natürlich ist das ein Angriff, das ist Wirtschaftskrieg. Punkt, Ende. Nichts anderes. Und damit sind wir praktisch an diesem Punkt angekommen, wo ich sage, wir müssen diese Entwicklungen von Anfang an mal begucken. Wer ist das eigentlich? Das ist nicht irgendwie die Hochfinanz. Es sind nicht, vor allem sind es nicht die Juden. Ne? Also das wäre ja Quatsch. Ja, ja. Abenteuerlich. Wer ist das? Wer macht da die Musik? Wer versucht hier sozusagen uns am Kanthaken zu kriegen? Und wer von diesen Leuten ist in der Lage, ganze Staaten zu lenken? Ohne erkennbares Mandat. Einfach, weil er auf dem Geld sitzt. Oder auf anderen Wertgegenständen. Manchmal sind die Sachen ja gar nicht sichtbar. Wir verlassen uns darauf. Auch das zeigt die Entwicklung der USA. Auch die USA-Geschichte ist eine Geldgeschichte. Dass wir uns darauf verlassen, dass diese Zahlen, die uns vorgeführt werden, irgendwo gibt es eine Bilanz, da stehen unendlich viele Nullen. Man muss immer jede dritte Stelle muss man irgendwie einen Punkt machen, damit man auch noch vage lesen kann, ja. Mitkriegt, in welchen Größenordnungen wir uns eigentlich bewegen. Da fragt man sich erstmal, wer hat eigentlich diese Zahlen geschrieben?
wer hat die Bewertungen vorgenommen, die hinter den Sachgütern stecken? Wer hat die Forderungen bewertet? Es ist nicht irgendwo, dass einer das Geld gezählt hat, doch damit nicht. Und ich glaube, da ist eine Entwicklung in Gang gekommen, die auch ein ganz konkretes Datum hat, nämlich den Weihnachtstag 1913, als die FED gegründet wurde. Als, ja. Richtig, als eine Gang von Finanzbankern diese staatliche, also die private Zentralbank der USA gegründet haben. Gegen den erklärten Willen des Kongresses, der ein Gesetz verabschiedet hat, was er offensichtlich nicht verstanden hat. Soll ja geben, Abgeordnete, die dann die Hand heben und die ahnen gar nicht, was in diesem Gesetz soll vorkommen. Ist uns auch schon passiert. Und in diesem speziellen Fall war es so. Und ich habe versucht, diese Geschichte mal rückabzuwickeln, wann die Leute angefangen haben, das zu tun, wann die ersten Sitzungen waren, wann die ersten Entwürfe geschrieben wurden, wer die ersten Entwürfe geschrieben hat. Es war wieder, also ich muss ja immer aufpassen, dass die Leute nicht sagen, jetzt wird er antisemitisch. Es war unter diesen 7 oder 8 Leuten, die sich da zusammengesetzt hatten, war auch ein Jude dabei, nämlich Max Warburg. Der konnte das. Der hat das aufgeschrieben. Das Spannende bei der Thematik ist ja noch, dass die Voraussetzungen um diesen, es war glaube ich einen Tag vor Weihnachten 1913, diesen Beschluss durch den Kongress zu peitschen, ja war, dass erstmal der richtige Präsident gekauft werden musste. Richtig. Also ohne den wäre es ja gar nicht gegangen. Richtig, es gab einen Präsidenten namens Taft, ein Republikaner. Genau. Ja. Und bei dem ersten Ganoventreffen, um die FED zu gründen, saß dessen Berater, sagt man, glaube ich, im Amerikanischen, also dessen irgendein Assistent von ihm saß mit am Tisch, einer von den Achten. Und der hatte natürlich, musste wahrscheinlich zu Hause vorsingen, als er wieder da war, von Jekyll Island zurück. Ja. Und einen Tag später ist er entlassen worden. Er ist nicht tief gefallen durch diese Entlassung bei Taft, sondern wurde anschließend Präsident der First National Bank of New York. Also der hatte sein Auskommen hinterher. Der Taft wollte das umbiegen und brechen nicht. Jetzt haben diese Leute, das ist Wirtschaftskriminalität auf der allerhöchsten Ebene, ist das. Wie mache ich mir einen Staat untertan? Das können nur ganz wenige Ganoven. Und die haben beschlossen, der muss weg und muss durch unseren Mann ersetzt werden. In diesem Fall ein Demokrat namens Wilson, der aber gegen den Taft, das war klar, keine Chance haben würde. Und diese Bankleute sind eben gute Rechner und haben gesagt, also so viel Wahlgeschenke können wir nicht verteilen, dass unser Mann gewählt wird, das wird nicht gehen. Aber wir machen etwas anderes. Wir gründen aus der Republikanischen Partei heraus, machen wir eine Ausgründung, eine sogenannte progressive Partei, für die wir einen Kandidaten finden, aufbauen. Ja. Nämlich, das war der ehemalige Präsident Roosevelt, also Theodore Roosevelt, der sich dafür bereit erklärte, das zu tun, der relativ beliebt war in Amerika. Und der spaltete nun das Republikanerlager genau in der Mitte durch. Es entstanden 28er-Prozente und der mit seinen 32 oder was, Wilson, wurde Wahlsieger. Ja. Ja. Fortan hatten die Bankleute ihren Kandidaten an der Stelle, wo sie ihn haben wollten, der mühsam aufgebaut worden war. Ein Mann ohne jede politische Erfahrung, der war Politikprofessor in Harvard. Also gut, der sprach über Politik, der machte keine. Mhm. Und der war dann sozusagen der Aufgalopp, war 2 Jahre irgendwie Gouverneur und direkt anschließend Präsident der Vereinigten Staaten. Dieser Wilson hat mich natürlich stark beschäftigt. Ein komischer Heiliger, muss man sagen. Ein Prediger. Ein Heuchler.
Ja. Ein abenteuerlicher Heuchler, der einen Hintermann hatte. Also der, es befreundete sich mit ihm ein Mann namens Haus. In den Quellen kommt er überall vor als Oberst, also Colonel Haus, also der Oberst Haus. Mhm. Der deutsche Kaiser dachte auch, das wäre ein Militär, war aber gar nicht, sondern ein Geschäftsmann, der für den texanischen Gouverneur die Wahlen organisiert hatte und dann den Ehrentitel Oberst kriegte. Nicht? Im demokratischen Amerika war es eben üblich, dass, weil sonst die Titel so rar waren und es keine von und keine Grafen gab, jedenfalls nicht, konnte man keinen ernennen, den Leuten einen Militärdienstgrad zum Schmuck zu geben. Klingt ja auch klasse. Wenn sie mir Oberst Röver sagen würden, wäre ich auch tief geschmeichelt, obwohl ich es bestenfalls bis zum Oberleutnant gebracht habe. Aber dieses war eben amerikanische Sitte. Und dieser Hintermann war der eigentliche Drahtzieher in dieser ganzen Politshow. Und war derjenige, der von Wilson, so klug war Wilson, immer wieder rundgeschickt wurde, um tatsächliche Meinungen einzufangen, was er auch getan hat. So war er im Mai 1914, war er in Europa, hat vor allen Dingen England besucht, sich mit dem dortigen Außenminister Grey befreundet und meldete an seinen Herrn in Washington zurück, die Russen und Franzosen werden in Deutschland einmarschieren, so wie England es zulässt. So, das muss ihm doch irgendjemand gesagt haben. Das kann er vom fernen Amerika aus nicht gewusst haben. Es muss ihm einer in England gesagt haben, pass mal auf, so wie wir das Signal geben, marschieren die. So war es ja auch. Und wenn man diese ganze Entwicklung betrachtet, die denn auch der Weltkrieg dann genommen hat, kommt man immer wieder auf Kernfiguren zurück. Es sind ganz wenige. Wir müssen ja, bevor wir von dem Weltkrieg als Weltkrieg reden, es ist ja erstmal ein europäischer Krieg. Und das Entscheidende für diese Finanzhintermänner ist ja der Umstand, dass im Prinzip 1915 der Krieg beendet ist. Ja. Da haben wir eine gute Ausgangslage für das Kaiserreich. Im Prinzip ist es ein Patt. Es ist nichts, keiner hat wirklich gewonnen. Der Krieg ist eigentlich durch. Und das große Problem ist, dass die ganzen Investitionen der Amis, also dieser Banker, in Großbritannien sich zu einer riesigen Schuldenblase aufzublähen, drohen. Ja. So, jetzt muss der Job ja sein, denn das wusste der Wilson von seinen Befragungen auch, dass das amerikanische Volk absolut kein Interesse hatte, sich an einem europäischen Krieg in irgendeiner Weise zu beteiligen. Richtig. Also die Bevölkerung hat Nein gesagt, völlig eindeutig. Er musste jetzt also Amerika kriegsreif lügen. Die Situation in den Vereinigten Staaten war insofern prekär. Die haben immer wieder ab dem 19. Jahrhundert Bankenpaniken erlebt. Also da dieses ganze Geschäft ungeregelt war, gab es Banken, die hatten entweder Geld oder sie hatten plötzlich keins mehr. Und dann brachen die zusammen. Diese letzte Bankenpanik war die von 1907. Diese Bankenpanik hatte so verheerende Folgen, dass durch die Zerstörung vieler kleiner Vermögen natürlich auch viele Handwerker pleite gingen, Kleingewerbebetreibende gingen. Es ging mit der amerikanischen Wirtschaft steil den Berg runter. Dieses war 1914 noch nicht beendet. Nicht beendet. Jetzt kam das Kriegsgeschäft. Das Kriegsgeschäft würde ein gutes Geschäft werden, da waren sich alle einig. Es war allerdings nach kürzester Frist klar, dass als Kriegsgeschäft oder Kriegsgeschäfte Abnehmer nur Großbritannien und seine Verbündeten in Frage kommen würden.
weil Großbritannien mit seiner gewaltigen Flotte die Mittelmächte blockierte, also gegen jeden Seeaußenhandel blockierte, sodass die Amerikaner, selbst wenn sie gewollt hätten, keine Handelsbeziehungen zum Kaiserreich hätten machen können. Es ging nicht, es war nicht transportabel. Ja. Es hat zu einigen Grotesken geführt, wie Deutschland versucht hat, diese Blockade zu unterlaufen mit Handels-U-Booten und ähnlichen Dingen. Aber das Hauptgeschäft lief mit Großbritannien. Und den Briten war alsbald klar, dass die Amerikaner das würden sich bezahlen lassen. Also sie würden Bezahlung verlangen. Deswegen waren die Briten außerordentlich daran interessiert, die Amerikaner ins Kriegsboot zu holen, weil sie glaubten, wenn sie mit einem Verbündeten Amerika kämpften, man ihnen die Schulden erlassen oder minimieren würde. Ja. Das war ein Irrtum. Amerika wurde nicht Alliierter, ausdrücklich nicht, sondern betrat den Krieg als assoziierte Macht. Damit war sozusagen für jeden kundigen Thebaner klar, die würden das Geld verlangen, was dann 1922 geschah. Also da war der Krieg 4 Jahre vorbei. Da machten die Rechnung auf und sagten, so, jetzt wird gezahlt. In der Zwischenzeit war Großbritannien verpflichtet, einen Großteil seiner Auslandsbesitzungen, insbesondere seiner Auslandswirtschaftsbesitzungen, nach Amerika hin zu verpfänden, sodass die wunderbare Weltmacht zu bröckeln anfing. Es wäre ein Anfang. Dasselbe passiert dann, das behandle ich in diesem Buch nicht, werde ich aber in Kürze behandeln, 1939 bis 1945, die Weltmacht verkauft sich aus. Ja. Es findet 1914 beginnend, 1945 beendend, der Stabwechsel der beiden angloamerikanischen Weltmächte statt. Von London nach Washington, ja. Von London hin nach Washington. Und an diesem Zustand hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. Ja. Wenn wir jetzt uns ansehen, dass, wie gesagt, wir haben ja darüber geredet, dass es jetzt wichtig war für die amerikanische Politik, auch und in erster Linie in ökonomischen Aspekten, in den die amerikanische Bevölkerung kriegswillig zu lügen und in den Krieg hineinzubekommen, ist ja die offizielle Begründung, dass es irgendwelche Anschläge gegeben hat auf amerikanischem Boden. Da sind wir nun bei ganz stabilen Fakten. Hat es die gegeben auf amerikanischem Boden oder nicht? Ja. Also ich habe das auch geglaubt. Also dieses Buch hier geschrieben habe, also Tötet die Hunden, über was sich mit Geheimdiensttätigkeit im Ersten Weltkrieg überhaupt auseinandersetzt, also nicht mit dieser allgemeinen politischen Tätigkeit, sondern speziell verdeckte Kriegführung, habe ich das sozusagen als Faktum unterstellt. Und als neugieriger Geheimdienstforscher habe ich mich gefragt, welcher Irre in einem deutschen Geheimdienst war das? Es gab drei Geheimdienste, Sektion P, Sektion 3B und den Marinegeheimdienst. Er hat gesagt, einer von diesen muss es gewesen sein. Ja. Und dann habe ich ganz blöd angefangen, mir den ersten Anschlag anzugucken, Wellandkanal. Das ist die Umgehungswasserstraße um die Niragara-Fälle. Dafür sind Leute verurteilt worden in Amerika für diesen Anschlag. Und die habe ich mir dann angeguckt. Die kamen mir alle so komisch vor, hatten alle irische Namen. Dann habe ich gedacht, Mensch, Mann, wo ist jetzt die Verknüpfung zum deutschen Geheimdienst? Habe ich erst mal geguckt, wo ist dieser Kanal überhaupt? Der ist in Kanada. Da habe ich zum ersten Mal gestaunt. Also Anschlag. Also ein deutscher Anschlag gegen Amerika, in Amerika, der von Iren in Kanada durchgeführt wird. So, erstmal, der Anschlagsort war Kanada. Ja. Dann habe ich mir angeguckt, das muss doch irgendetwas in irgendwelchen britischen Akten über die Folgen dieses Anschlages geben. Ja.
Und dann habe ich festgestellt, dieser Anschlag hat überhaupt nicht stattgefunden, sondern nur in der Zeitung. Es war eine Zeitungsente, weltweit verbreitet. Alle haben das geglaubt. Es gibt deutsche Akten, wo der deutsche Geheimdienstchef Walter Nicolai schreibt, Mensch, wer war das? Was passiert denn da? Ich weiß davon gar nichts. Nicht? Wer ist das? Es hat überhaupt nicht stattgefunden. Und so sind alle diese Dinge, die ich dann untersucht habe, Anschläge, die nur in Zeitungen stattgefunden haben, bis auf zwei. Es gab dieses Black Tom Island, das ist also sozusagen eine Halbinsel in New Jersey, die vor New York liegt. Ja. Da gab es einen gigantischen Munitionshafen, wo also für die europäischen Kriegstreibenden Munition gestapelt wurde, die dann über den Atlantik geschippert wurde. Der flog im Sommer 1916 in die Luft. In dem, nur für die, zum Mithören, in dem für die Alliierten Munition verschifft und gelagert und verschifft wurde, zu einem Zeitpunkt, wo das neutrale Amerika noch nicht im Krieg war. Richtig. So viel zum Thema amerikanische Neutralität. Ja. Also den Punkt kann man nämlich komplett abhaken. Den kann man abhaken. Ja. Und also die Besonderheit ist noch, das ist sozusagen der Gag bei der Übung, ist, dieses spezielle Lager, dieses hier, war für die russische Armee bestimmt. Also der Geschädigte dieses enormen Anschlages, wo in New York die Fensterscheiben rausflog, meilenweit davon entfernt. Der Geschädigte war der russische Staat, denn diese Munition war bereits bezahlt. So, jetzt habe ich geforscht, wer kommt in Frage und so. Da gibt es verschiedene Theorien, es ist alles Mögliche untersucht worden. Es gibt sehr genaue Untersuchungen nach dem Ersten Weltkrieg, weil die Amerikaner Schadensersatz vom Deutschen Reich für diese Schote haben wollten. Und jetzt stellt sich aber heraus, man findet den deutschen Täter nicht. Nicht nur damals nicht, auch ich heute nicht. Jetzt habe ich ein bisschen weiter geforscht, habe mir mal vorgestellt für einen Moment, es könnten die Briten gewesen sein, die einen provokativen Akt durchführen. Ich finde alle Täter, die dazu gehören. Es waren Tschechen. Ich finde ein Telefonat, was die Amerikaner aufgezeichnet haben, zwischen diesen Tschechen, die sich rein zufällig am Anschlagsort aufhielten, und dem englischen Militärattaché in Washington. Rein zufällig haben die telefoniert und hat eine Tscheche gesagt, ja, hat alles geklappt. Hat er nur so gesagt wahrscheinlich. Ja, natürlich. So, ich habe mir ausgegraben alle Aufzeichnungen des Chefs des britischen Marinegeheimdienstes, William Reginald Hall, lagert in irgendeinem finsteren Archiv. Ich hab das hin und her geblättert. Diese Aufzeichnungen, in diesen Aufzeichnungen fehlen bestimmte Kapitel, die, wenn ich diese Aufzeichnungen chronologisch ordne, genau dort die Lücke haben, zum Beispiel Juni 1916, fehlt. Januar 1917, das war der andere große Anschlag, Kingsland, fehlt, nicht da. Sodass ich selbe Modalitäten, es ist ein Slowake, der wahrscheinlich den Anschlag verübt hat, es hat mit den Deutschen nichts zu tun, und die Geschädigten dieser Munitionsfabrik auf amerikanischem Boden, eine kanadische Munitionsfabrik auf amerikanischem Boden, baut im gewaltigen Umfang für die russische Armee Granaten. Also, wieder ist man erkennt die Handschrift sofort, wieder ist der Geschädigte die russische Armee. Ja. Und ich kann nur sagen, wenn die Deutschen wirklich das gewollt hätten, dann hätten sie die Munitionsdepots der Alliierten für die Westalliierten zerstören müssen und auch getan, weil die eigentliche Auseinandersetzung des Ersten Weltkriegs an der Westfront stattfand und nicht an der Ostfront. Die Ostfront war fast gegessen. So, jetzt kommt man also zu dem wunderbaren Ergebnis. Es wird getürkt, damit die amerikanische Bevölkerung aufgehetzt wird.
Das wird wunderbar gemacht. Alle bedeutenden Zeitungen machen mit, ja. An der Spitze die New York Times. Die gehören ja auch den richtigen Leuten. Richtig, die Eigentümer dieser wenn Sie das mal gucken, die Rüstungsfabriken und diese, das ist alles dasselbe. Und dann wird das Publikum belogen, dass sich die Balken biegen. Man fühlt sich in die Jetztzeit versetzt, nicht, wo unsere Presse das Publikum belügt, dass das einem sozusagen, dass man die Ohren anlegt und sagt, wie ist es denn möglich? Machen die das absichtlich oder sind die blöd? Gewünschte Ergebnis, Amerika ist im Krieg. Richtig. So, eine besondere Rolle im selben Zusammenhang spielte der U-Boot-Krieg, der dann eingeschränkt wurde, wieder hochgefahren wurde. Wenn diese Amerikaner, die da Wilson hat Predigten gegen den U-Boot-Krieg gehalten, wenn die aufgeklärt worden wären von ihrem Präsidenten, dass in New York mit der Electric Boat Company der größte Inhaber von U-Boot-Patenten saß und jeder U-Boot-Torpedoschuss, der auf der ganzen Welt abgefeuert wurde, ob aus einem deutschen U-Boot, einem britischen U-Boot oder einem russischen U-Boot, in Amerika die Kassen klingeln ließ, dann wären diese Leute vielleicht anderen Sinnes gewesen. Es war abenteuerlich, was Amerika am U-Boot-Krieg gewonnen hat. Gewinne, richtig, richtig Cash haben die Geld bekommen. Und das erzähle ich jetzt nur als Abschlussgag und dann halte ich auch Ruhe. Diese nach der Kriegserklärung funktionierte dieses Abkassieren der Lizenzgebühren nicht. Das haben die Amerikaner dann nach dem Krieg gemacht, haben vom Deutschen Reich Millionenbeträge für U-Boot-Lizenzen verlangt. Und dann haben die Deutschen etwas ganz Trickreiches gemacht. Das muss man einfach erzählen, weil es wirklich endlich mal eine gute Idee war. Deutschland musste im Dezember 1918 alle U-Boote abliefern. Die wurden dann nach England verschifft und weitgehend demontiert oder versenkt. Und dann haben die Deutschen gesagt, wir U-Boote, davon wissen wir gar nicht. Solche Einrichtungen in unseren U-Booten hatten wir nie. Sodass diese Firmen wie Electric Boat Company in Beweisnot kamen. Es gab kein deutsches U-Boot mehr, wo man sagen könnte, hier, das sind unsere Geräte. So. Das ist aber sozusagen nur ein heiterer Randproblem. Also, Fazit bei dem ganzen Thema, wenn man sich die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges, und wir haben aus gutem Grund mit der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges letztendlich entweder die Vorgeschichte der amerikanischen Notenbanksgründung, Kriegskabinettsentscheidung ab 1904, schon andere Überlegungen, Stichwort Made in Germany, Einführung, also Diskriminierung der Waren des Kaiserreiches. Also wir haben hier eine ganz andere ökonomisch indizierte Entwicklung, warum dieser Krieg gemacht wurde und geführt wurde, bis hin eben zu den herrlichen Manipulationen bei dem Eintritt der USA, der dann final folgte, mit dem gewünschten Ergebnis, dass dann in der Tat die Kriegsereignisse, die im Prinzip sich 1915, was den Krieg betraf, erledigt hatten, dann doch noch so wendeten, wie das große Geld sich das wünschte, wirft natürlich ein ganz anderes Bild. Wirft auch, Sie haben Christopher Clark angesprochen, ein anderes Bild auf eine an sich faire und faktenorientierte Darstellung, die davon ausgeht, dass alle so reingetölpelt sind. Mhm. Es ist dann wohl doch nicht so, dass alle da irgendwie reingetölpelt sind, sondern man sieht schon eine Langfristplanung. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön, auch mit großem Respekt, muss ich sagen, vor dem Mut, sich in dieser Art und Weise zu positionieren. Erster Band einer Trilogie. Ich vermute, dass der zweite Band ein ganz besonders schwerer sein wird, wenn es dann um die Frage geht, wie die Entwicklung bis hin zum Zweiten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg und danach sich entwickelt hat und dann eben bis zur heutigen Zeit. Insofern darf man gespannt sein.
vielversprechender erster Band. Viel Erfolg und viel Glück mit diesem Buch. Es ist ein wichtiger und richtiger Akzent, und das ist auch eine positive Nebenwirkung mit diesem Fritz-Fischer-Blödsinn, der uns wirklich jahrzehntelang gequält hat und wo hier irgendwelche Pseudohistoriker immer noch drauf reinfallen, endgültig mal aufräumt, die Fakten, die Entwicklung bis hin zum Ende des Ersten Weltkrieges sieht in der Tat komplett anders aus. Ganz herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite von Dr. Röwer ein. Und ich will natürlich auf ein extrem lesenswertes Buch, es ist wirklich jedem ans Herz zu legen, hinweisen: Unterwegs zur Weltherrschaft, warum England den Ersten Weltkrieg auslöste und Amerika ihn gewann. Eine Publikation, in der natürlich sehr viel mehr noch nachzulesen ist, als das, was wir hier in einer guten Stunde haben besprechen können. Ein wichtiges Thema, weil deutlich geworden ist durch unsere Ausflüge in die Gegenwart, dass all die Dinge nachwirken, dass all die Mechanismen noch heute aktiv sind und funktionieren. Und insofern wir hier aus der Geschichte in der Tat lernen können und Konsequenzen ziehen sollten. Wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.